ja, es ist eigentlich unglaublich, wenn man auf die Geschichte von Plastik schaut. Binnen 50 Jahren hat es ein Kunststoffprodukt geschafft, mit Hilfe der petrochemischen Industrie, der Verpackungsindustrie und einigen anderen Akteuren ein Produkt auf den Markt zu bringen, das wirklich vielfältig verwendbar ist, das unseren Alltag komplett letztlich durchdrungen hat. Und wir haben gleichzeitig einen Kunststoff in die Welt gebracht, der heute in allen Ökosystemen der Welt, ob von Arktis oder Himalaya oder tropischer Wald, auffindbar ist. Und wir haben es mit einem Stoff zu tun, der die Gesundheit der Menschen bedroht, das Klima anheizt, für seine Produktion unendlich viel Energie verschlingt. Darüber werden wir heute reden. Kunststoff, Plastik ist ein Treiber für die Zerstörung biologischer Vielfalt. Alleine in Deutschland und stündlich werden 1,9 Millionen Einwegplastikflaschen verbraucht und nach nur wenigen Minuten zu Abfall. Ja, und über all diese Dimensionen, die ökologischen, die gesundheitlichen, die ökonomischen Dimensionen, möchte ich mit meinen Gästen hier sprechen. In der ersten Runde möchte ich vor allem über die Dimensionen der Krise sprechen und können wir überhaupt noch von Krise reden, werde dann in der zweiten Runde eben vor allem versuchen, hier die Lösungen ins Spiel zu bringen, damit wir hier nicht deprimiert und frustriert nach Hause gehen, sondern vielleicht eine Idee bekommen, wie wir aus dieser Plastikkrise herauskommen. Beginnen möchte ich mit dir, Svante. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Und um deine Fragen zu beantworten, ich habe so um den Dreh 2006 angefangen, mit dem Materialplastik zu arbeiten, allerdings damals noch nicht unter einem politischen oder ökologischen Aspekt, also schon ein bisschen. Es ging mir eigentlich mehr darum, in welcher Weise wir mit Kunststoff Natur abbilden. Wenn man sich mit Landschaft allgemein beschäftigt, kommt man eben sowieso nicht umhin, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die eben in der Landschaft auftauchen, obwohl sie da eigentlich gar nicht hingehören. Also sagen wir mal, der Wunsch nach Kategorisierung zu sagen, das ist Aktivismus, das gehört eher in die Öko-Ecke. Mir wurde auch immer wieder gesagt, ich sollte lieber zu Greenpeace gehen, statt das Kunst zu nennen und damit in Museen zu wollen. Da habe ich ganz schnell gemerkt, das würde ich jetzt auch noch selber anfangen, mich Aktivistin zu nennen. Ich praktisch mir selber ein Bein stelle. Ich selber habe mich auch nie in einer wirklich explizit didaktischen Rolle gesehen, sondern ich habe vielleicht auch, weil ich, bevor ich Kunst studiert habe, Ethnologie studiert habe, ich glaube, ich habe vielleicht einfach vor allen Dingen beobachtet und versucht, meine Beobachtungen in Bilder zu übersetzen. Wie hat sich jetzt der Kunstbetrieb verändert? Du sagst früher, Ablehnung wollen wir hier nicht haben, geh zu Greenpeace. Ist die Akzeptanz jetzt größer? Gibt es mehr Resonanz? Also es ist natürlich inzwischen so ein Trendthema. Ja, kommen wir gleich noch drauf. Genau. Und ich meine, auf der einen Seite bin ich froh, dass es jetzt so ein wichtiges Thema geworden ist. Man muss jetzt halt nur aufpassen, dass das Thema nicht irgendwann, wie viele Trends, dann ausgelutscht wird und obwohl die Probleme eigentlich nicht gelöst sind, dann die Bühne praktisch wieder verlässt. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Svante, soweit. Ja, Janine, du bist Referentin beim BUND für Kreislaufwirtschaft. Aus Sicht des BUND und des Netzwerks Access Plastic ist die Plastikkrise ja eine Ressourcenkrise vor allem. Sie ist natürlich auch eine Verschmutzungskrise, sie ist eine Biodiversitätskrise. Wir wollen vor allem den gesamten Lebenszyklus von Plastik adressieren und dann nicht nur ans Ende der Wertschöpfungskette hinschauen. Also aus unserer Sicht ist es eine Ressourcenkrise, weil massiv fossile Ressourcen in die Produktion von Kunststoffen gehen. Wenn wir uns Deutschland anschauen, wissen wir, dass die Plastikproduktion der größte industrielle Verbraucher ist. Also sie verbraucht mehr Öl und Gas als die Stahl- und die Automobilindustrie beispielsweise, die ja viel eher in der öffentlichen Diskussion beispielsweise stehen. Die Plastikproduktion verbraucht fast die Hälfte des industriellen Ölbedarfs und ein Viertel des industriellen Gasbedarfs, ein Fünftel des industriellen Strombedarfs. Wir wissen, die Plastikproduktion wird sich nochmal verdoppeln in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Möglicherweise wird fast ein Fünftel des globalen Treibhausgasbudgets 2050 nur für Plastik verwendet.
Das können wir uns angesichts der planetaren Leitplanken, die in vielfältig schon überschritten sind, gar nicht mehr leisten. Wo ist eigentlich Plastik ein Zerstörer, ne, auch von biologischer Vielfalt? Ja, aus unserer Sicht ist es natürlich bei der Produktion von Öl und Gas werden komplette Ökosysteme zerstört. Wir müssen nur ins Niger-Delta schauen, Mississippi, diese Cancer Alley in den USA. Also es werden ja wirklich vielfältig Ökosysteme einfach für die Förderung von fossilen Rohstoffen zerstört. Gibt es da gute Erkenntnisse darüber, wie die das schaffen, uns diese Erzählung zu erzählen? Ich denke, dass die wirklich ganz gut Einfluss nehmen, auch ja, Werbekampagnen zu rühren und uns zu erzählen, ja, bitte räumt hier mehr auf. Und das andere Beispiel ist ja im Discounter, wo wir sozusagen die ganzen Einweg-Plastikflaschen, die du ja auch angesprochen hast, Barbara, ja, wir können die kaufen oder wir können sie nicht kaufen, aber wir haben eben als Konsumentin keine Wahl. Wenn es keinen Mehrweg gibt, können wir es auch nicht kaufen. Wer steckt denn hinter diesem Boom? Wir produzieren 400 Millionen Tonnen Kunststoff pro Jahr und eine Zwei- bis Verdreifachung ist angestrebt. Wer will das? Der petrochemische Sektor, der sozusagen das Mutterhaus ist der Plastikproduktion, ist der größte Verbraucher industriell von Öl und Gas weltweit und die Prognosen sagen, das geht noch nach oben. Und wenn wir uns nicht damit beschäftigen, wo das Problem anfängt, nämlich bei der Öl- und Gasförderung, können wir unser Verhalten noch so sehr ändern und wir können das noch so sehr versuchen, in den Griff zu bekommen, das wird an der Problematik nichts verändern. Ich möchte nochmal betonen, dass Sie jedes Mal, wenn Sie jetzt rausgehen und in den nächsten Tagen, Monaten und Jahren ein Stück Plastik in die Hand haben, dann müssen Sie sich jedes Mal vor Augen führen, das ist Öl und Gas, was Sie in solider Form halten. Da gibt es einen sehr guten Bericht, der einzige seiner Art, meiner Kenntnis nach, aus dem Jahr 2019 von dem Center for International Environment Law. Die haben sich zum ersten Mal mit der Frage beschäftigt, welche Klimawirkung hat Plastik im gesamten Lebenszyklus, angefangen bei der Öl- und Gasförderung bis zur Verbrennung. Die sind relativ konservativ rangegangen, was jetzt die Treibhausgasleckagen vor allen Dingen in der Förderung betrifft und deren Klimawirkung. Aber deren Zahlen sind nichtsdestotrotz ziemlich besorgniserregend, weil die prognostizieren, dass wenn die Plastikproduktion und zwar weltweit so weitergeht, dass wir im Jahr 2050 allein in diesem Sektor, also allein Plastik, 10-15% des CO2-Budgets aufbrauchen würden, das wir nur noch haben, um in einem 1,5 Grad Klimaerwärmungsszenario zu bleiben. Aber vor allen Dingen verkaufen sie ihr Produkt, ihr Endprodukt Plastik, als essentiell für unser Leben und Teil des Wohlstands. Herr Borchmann, ich kann mir vorstellen, dass Sie sich absolut ununterbrochen mit all den Facetten der Krise beschäftigen. Klima-, Biodiversitäts- und Verschmutzungskrise und bei Verschmutzung dann insbesondere natürlich auch bezogen auf Plastik, das ist gar keine Frage. Das wird aktiv vertreten, auch durch die Vereinten Nationen, das Environment Program, die Exekutivsekretärin Inge Andersen. Das ist etwas, was sich mehr und mehr, denke ich, auch im gesamten Raum verfestigt, ist aber natürlich auf der anderen Seite auch wiederum Gefahr. In der Sekunde, wo die Regierung wechselt und man diesen Konnex Klima-Plastik macht, das eher eine Anti-Haltung erzeugt, sodass wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich eher vermieden haben, diesen direkten Verbindungen zu versuchen, aufrechtzuerhalten oder zu ziehen, weil das mit der Administration tatsächlich nur dazu geführt hat, dass nichts weiterging. Wohl aber solche unmittelbaren, greifbaren Themen, die ja manifestiert in der Umwelt sind, für jeden sichtbar und zum Teil auch gleichgesetzt mit der Klimakrise, das ist etwas, was selbst in sehr rechtsgerichteten Regierungen tatsächlich etwas ist, womit man, wirtschaftliches Interesse hintersteht, auch tatsächlich in die Diskussion kommen kann. Sie sind Autor eines Buches, Techno 10. Plastik ist eigentlich wirklich so was Beispielhaftes, Emblematisches, ne, für das sogenannte Anthropozän und Techno 10. Warum ist es so geworden? Was sind da die Hintergründe dafür? Ich stimme zu, Plastik hat etwas Emblematisches. Ja, das gilt schon so für das einzelne Plastikartefakt, welches Jennifer vielleicht am Strand findet. Mhm.
das ist für uns bedeutungsvoll, weil es für etwas Größeres steht. Ja, wenn wir dieses Plastikstück sehen, dann denken wir an diesen riesigen Plastikstrudel, der sich im Pazifik dreht. Denken Sie, das ist quantitativ der größte Faktor, an Abraum aus Bergwerken. Ja, all das sind gigantische Müllmengen, die wir in die Welt strömen lassen und die einen signifikanten Teil dessen ausmachen, was uns heute als eine mehrdimensionale ökologische Krise erscheint. Müll ist das, was am Ende übrig bleibt, das, was wir am Ende wegwerfen, der Rest. Aber so ist das gar nicht. Ja. In den Müllgeschichten ist der Müll allgegenwärtig. Ja. Er ist nicht nur das Omega, der letzte Buchstabe des Alphabets, sondern oft ist er auch das Alpha, der erste Buchstabe des Alphabets. Und Plastik ist dafür ein schönes Beispiel. Ja. Unsere Technik entwickelt sich immer weiter und damit entwickelt sich auch die Komplexität des Mülls. Ja. Aber dann mit der Komplexifizierung der Technologie und hier sind wir jetzt wirklich schon im 19. Jahrhundert mit dem Entstehen der Industrie, der Petrochemie und so weiter, wird auch der Müll immer komplexer. Ja, wir schaffen Müll, der so kompliziert oder sogar komplizierter ist als die Technologien, die wir verwenden. Und damit beginnt so eine Art Teufelskreislauf. Ja, wir müssen Technologien erfinden, um die Probleme der anderen Technologien zu lösen. Ich finde den Punkt sehr gut, dass Sie sagen, wir sind so in einem Teufelskreis, dass wir wieder mit Technik und Technologien und technologischer Innovation die Probleme lösen müssen. Und was ist daran halt ein Teufelskreis? Was ist daran ein Teufelskreis? Also es stimmt, dass wir sehr, sehr wenig recyceln und dass man niemals 100% wird recyceln können. Mhm. Ja. Meistens ist Recycling auch einfach ein Downcycling. Das heißt, man produziert aus dem Müll zwar ein neues Produkt, aber von geringerer Güte als das ursprüngliche Ausgangsprodukt. Kreislaufwirtschaft, Recycling und so weiter und natürlich auch weniger. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du, Janine, auch nochmal sagst, was sind eigentlich so die Kernforderungen, die wir um- und durchsetzen müssen. Das heißt, das Produkt an sich sollte so lange wie möglich als Produkt, als haltbares, langes Produkt in ressourcensparenden, energiesparenden Systemen geführt werden. Das sind die ja, echten Lösungen tatsächlich. Als politische Forderungen bringen wir als Excel Plastik Bündnis natürlich nach vorne, die Abfallhierarchie einfach zu beachten, die übrigens auch im Gesetz steht. Die erste Stufe ist Vermeidung, die zweite Wiederverwendung, erst die dritte ist Recycling. Und als Bündnis fordern wir natürlich Mehrweg als neuen Standard, unverpackt als neuen Standard. Wir brauchen verschiedene Mehrwegquoten in allen Bereichen, Getränke, Kosmetik, Lebensmittelverpackungen, Onlinehandel, Zwischenunternehmen. Und da ja, hat die Politik noch nachzulegen aus unserer Sicht. Jetzt bin ich gespannt, Herr Borchmann, was Sie uns als Delegationsleiter der Bundesregierung berichten, was sich die Weltgemeinschaft von diesem Abkommen verspricht und wo wir da stehen in den Verhandlungen. Auch da aufbauend auf eine längere Geschichte. Also wir haben angefangen letztendlich mit UNEA 1, da war es tatsächlich noch ein Meeresmüllthema, muss man ganz klar sagen, da sind wir mittlerweile los von. Genau, am Ende des Tages sind wir jetzt beim fünften Bestehen der Umweltversammlung da angelangt, dass wir diese Resolution auf die Beine gestellt haben und das mit einer breitesten Unterstützung, was jemals eine Resolution gesehen habe, soweit ich weiß, auf Vereinten Nationen-Ebene insgesamt mit 60 Unterstützerstaaten. Und das setzt sich jetzt auch fort. Wir sind noch immer nicht in der Diskussion über einzelne Texte, über Rechtstexte, sondern auf Basis verschiedener Submissionen von Mitgliedstaaten die Aspekte dort adressiert von Produktion. Das umfasst auch, und das von größeren Gruppen von Mitgliedstaaten, die Frage Reduktion von Primärplastikproduktion über die Ausschleusung von gefährlichen Substanzen aus Plastikkreisläufen, Verbot von Produkten, genauso wie die Frage Adressierung, Produktdesign, weiterhin natürlich Waste Management, Abfallmanagement ist ein ganz besonders wichtiges Thema für viele Staaten, weil wir ja nicht von 0 auf 100 gleich kommen werden. Bestehende Plastikverschmutzung, genauso wie die Frage, was wir Just Transition nennen, also wo auch vielleicht ein bisschen anknüpfen daran, dass Alpha und Omega von dem Müll leben ja vielerorts Menschen, also die sogenannten Waste Picker, die letztendlich vom Müll sammeln leben und den dann verkaufen und da auch dann letztendlich nur den sammeln, für den sie einen Gegenwert bekommen. Also das ist so das breite Spektrum,
wir stehen nach wie vor am Anfang, aber wir wollen 2024 ja. Ende fertig sein. Wow, das ist sehr ambitioniert. Ja. Das eigentliche Mandat sagt, dass es auch um die Definition des vollen Lebenszyklus von Plastik ist. Und das wäre das erste internationale Abkommen zu diesem Thema. Mhm. Wenn ich also quasi die Geburtsstunde von Plastik außen vor lasse, dann wird Folgendes passieren. Die Öl- und Gasindustrie wird weiterhin Öl und Gas in Form von Plastik auf den Weltmärkten pumpen und sie werden weiterhin Wachstumsmärkte sehen für Öl und Gas als Plastik, weil dieses Abkommen Öl und Gas nicht zum Lebenszyklus des Plastiks zugehörig definiert. Wir als Exit Plastik haben natürlich auch Forderungen für das globale Abkommen. Es soll verbindlich sein, es soll ein globales Abkommen sein. Uns ist eigentlich das Wichtigste, dass die Plastikproduktion tatsächlich wirklich absolut reduziert wird. Das hat mich gefreut, gerade zu hören, dass es drin ist. Für uns ist das wirklich das Wichtigste, um eben an den Anfang dieser Wertschöpfungskette zu kommen. Ein Recycling ist nicht die Lösung. Es ist maximal etwas, um den Kreislauf in gewisser Weise am Laufen zu halten, aber es gibt keine Kreislaufwirtschaft. Wir wollen natürlich im Rahmen dieses Plastikabkommens, und das ist jetzt auch meine Rolle gewesen bei der letzten Verhandlungsrunde, neutraler zu sein, dadurch, dass ich eine dieser Verhandlungsgruppen geleitet habe, möglichst viele an Bord behalten und an Bord bekommen. Insofern bewegen wir uns immer in diesem ambivalenten Gefühl, wir wollen ambitioniert sein, aber wir wollen auch nicht jetzt schon alle verlieren. Mich würde interessieren, ich glaube, wir sind alle der gleichen Meinung, wenn es um Vermeidung geht, müssen wir dies über Sanktionen oder Strafen halt regulieren. Wenn wir uns aber angucken, was halt in der Zivilgesellschaft passiert bei Sanktionen und Strafen, redet man immer von Verboten und Verbotspartei, weil ja bestimmte progressive Parteien das auch wollen. Und mich interessiert halt, wie können wir der Zivilgesellschaft klar machen, dass wir müssen den Weg gehen, weil am Ende ist es ja so, sowohl auf Bundesregierung als auch auf Landesregierung, EU-Parlament, die Mehrheiten, die uns halt in die Richtung bringen, fehlen halt einfach. Zu dem Ersten, wie können wir Verzicht sexy machen, wie Sie sagten? Ich glaube, ein Schlüssel dabei ist zu verstehen, dass wir auf gar nichts verzichten müssen. Ja? Wenn man sich die Geschichte der Konsumgesellschaft ansieht, dann sieht man eine Gesetzmäßigkeit, die sich immer und immer wiederholt. Firmen erfinden Produkte, die kein Mensch braucht. Ich wollte noch das Stichwort öffentlichen Luxus mit in die Debatte bringen, denn wir stellen uns tatsächlich vor, dass wir einheitliche Mehrweglösungen für alle Bereiche haben und das wirklich systemisch ausgebaut wird. Das heißt, auch ich als alleinerziehende Mutter kann an einem Sonntagnachmittag meine Mehrwegbehälter ganz nah an der Wohnung beispielsweise zurückgeben. Und diese Mehrwegverpackungen gehören vielleicht auch der Gesellschaft. Das ist einmal eine Vision, die ich in den Raum stellen möchte. Wir müssen nicht weiter an diesem Einweg, in dieser linearen Wirtschaft verbleiben. Es gibt auf jeden Fall Ideen, aber es bedeutet eben einen systemischen Wandel, weil wir komplett eine Einwegwirtschaft umbauen müssen. Wir haben viel zu lange geglaubt, dass wenn wir aufklären, sich die Dinge lösen oder die Menschen anfangen, ins Handeln zu kommen, ab dem Moment, wo sie genug wissen. Und ich glaube das wirklich inzwischen nicht mehr, gerade beim Thema Plastik. Ich habe das Thema wirklich seit so vielen Jahren von allen Seiten mit begleitet, mit zum Diskurs beigetragen. Und ich glaube wirklich, dass es kaum ein Thema gibt, über das mehr aufgeklärt wurde als über das. Und zwar auf allen Ebenen. Also niemand kann behaupten, er wüsste nicht, worum es geht. Und trotzdem stecken wir in einer totalen Starre fest. Und ich glaube, die ist sehr komplex, diese Starre. Es gibt sehr viele verschiedene Erklärungen dafür, warum die so ist, wie sie ist. Und eine hat meines Erachtens ganz viel damit zu tun, und damit, das gilt ja genauso für die Klimakrise. Wie kann es sein, dass wir in einer Situation sind, wo die Menschen der Politik erklären müssen, dass sie in Gang kommen müssen? Ich glaube, wir müssen den Diskurs zurückerobern. Andi, jetzt hast du ein Schlusswort. Wenn wir nicht über die strukturellen Probleme reden, dann werden wir das an der Quelle nicht fassen können. Und deswegen müssen wir über das große Ganze reden. Und wir sollten auch offen sein für Visionen. Nicht immer nur so, warum muss ich mir für das ökonomische Modell, was hauptverantwortlich ist für alle Probleme, die wir haben, warum muss ich für dieses Problem und die Profite von Unternehmen eine Lösung haben? Ich möchte eine andere Welt kreieren, mit euch allen zusammen. Und dem sollten wir uns widmen und nicht versuchen, Lösungen für Unternehmen, die hunderte von Jahren Milliarden verdient haben, mit dem Verdrecken dieser Erde und unserer Körper. Das heißt also,
da müssen wir ansetzen und auch deswegen hatte ich das mit dem Wohlstand in den Raum geschmissen. Solange wir nicht Wohlstand, wann fühle ich mich wohl, neu definieren und das Abkoppeln vom Besitz von Dingen, gerade von Dingen, die ständig neu kommen, weg, ständig neu, solange werden wir nichts verstehen und solange werden wir nichts lösen. Und von daher wäre das Schlusswort aus meiner Sicht in diesem Raum, ich würde mir mehr Vision und vor allen Dingen Kunst statt künstliche Kunststoffe wünschen.